willkommen zu Rocket League. Ich kündige das jetzt mal nicht an, sorry. Ist ja nicht lang. Was ich dazu sagen soll, weil bei Stream Elements, ich suche halt immer die Programme, die Sachen, die nicht so bekannt sind, erstmal noch bekannt werden müssen. Ja. Ich denke, da sind dann auch die Leute drin, die vielleicht mal auf ein paar Vorschläge noch eingehen. So. Kann bei großen Programmen auch so sein und bei größeren Sachen, aber. Vielleicht legen die auch, sind die auch noch nicht so ganz in dem Business drin. Was dann irgendwelche Werbung oder sonst wie angeht, oder? Ja, wer weiß. Aber eigentlich fand ich das ganz schick. Oh, Handy leer. Muss ich noch das andere holen? Kann man eigentlich in einen PC noch einen anderen PC reinbauen oder wird das dann zu warm in dem Gehäuse? Wie meinst du noch einen anderen PC reinbauen? Zweiten PC. Schwarzen Bildschirm. Ah, jetzt. So, jetzt gleich bin ich im Spiel. Ach so, erst gleich. Ah. Beliebige Taste drücken zum Starten. Yeah. Habe ich schon. Es tut sich nicht. Ah, jetzt. Kann ich dir jetzt eine Einladung schicken? Ich schau mal kurz. Steam Overlay, lass mich jetzt nicht im Stich. Kann ich jetzt echt nochmal raustappen? Ah, jetzt. Shift-Tab. Ah. So. Bist du bereit? Bereit. Ja. Gut. Dann suche ich mal und löse währenddessen hier noch den Rubik's Cube schnell. Was war jetzt Wammel oder? Nee, das ist jetzt Doppel. Fertig. Ob du merken wirst, dass ich besser geworden bin, vielleicht. Mal schauen.
Aber wenn es verdeckt, nicht. Mal schauen. Sollte gleich besser werden, eigentlich. Ja. Hier für Rocket League wäre schon schön, bei einem Controller mal zu haben. Jawohl. Der Gegner hat abgewehrt. Ja, genau so soll's doch. Ja. Ah, fuck. Jetzt nicht. Aus dem Winkel den so reinhauen. Ja. Erste Runde. Ah, fuck. Ah. Da war ich zu langsam. Ja, ich hab den auch irgendwie ein bisschen weggenommen. Sorry. Unglaublich, unglaublich. Spiel ist halt komplett anders als die Leute, mit denen ich gewohnt bin zu spielen. Okay. Ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar, dass du... Dass ich was? Dass du überhaupt nicht so auf den Ball gehst. Jetzt lass es mal fünfmal drumrum, bevor du hingehst. Sorry. Ja, also so kann man es auch Sorry. Ich dachte, du wärst gut im Tor. Ja, erste Runde. Also gut bin ich jetzt auch nicht. Glaube ich. Bin halt ein bisschen besser geworden, glaube ich, wenn ich spiele. Naja. Ist ja nochmal gespielt. Seit wir gespielt haben. Ich habe in der Zwischenzeit einiges gespielt. Ich auch. Hast du? Ja. Ja, ich wurde leider rausgerufen. Ich muss kurz.
Hm? Der Kollege hat mich rausgerufen. Okay. Hat ein bisschen spaziert. Hm. Ich lasse aber alles so an. Ich habe das jetzt so eingestellt, wie du gesagt hast. Okay. Ich lasse alle Fenster auf und schaue dann später nochmal. Okay, dann verabschiede ich mich erstmal. Euch viel Spaß. Wann bist du denn wieder da? Aber das kann ich nicht genau sagen. Also noch vor 2 Uhr oder nicht mehr? Das kann sein. Vor 2. Jetzt in 2 Stunden meinen. Mhm. Ah. Ah. Ich melde mich auf. Okay. Ja, sonst bis morgen. Ach, bis nachher. Ja, okay, dann euch viel Spaß. Bis yep, danke. Ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Den Ball einfach liegen. Was machen die da? Tanzen. Eindeutig. Ups. Doch! Yay, Kiste. Ah, cool. Aber trotzdem, gegen die will ich nicht nochmal spielen. Mach stattdessen einfach erstmal die Kiste auf. Ja. Okay, dann gehe ich gleich raus. Hast du eigentlich auch andere Fahrzeuge jetzt aus Kisten schon irgendwie? Ja. Das ist schon einer aus so einer Kiste. So. Ja. Ja, ein Aufkleber für ein Auto, das ich nicht nutze. Ja, ist gut. Geben wir. Es leckt wieder. Okay, soll ich wieder rausgehen hier? Ja, warum bist du hier noch in dem Spiel drin? Ja, weil du nur eine Kiste geöffnet hast. Ich hätte noch kurz gewartet. Nee, gegen die will ich nicht nochmal spielen. Hello, Mom. Ja, gegrüßt. Ist das irgendwie so jetzt Standard, dass alle Hello Mom schreiben? So, ich bin wieder draußen. Gut. Ah, okay. Ja, ich habe ein bisschen getradet mit den Kisten und dann halt nichts bezahlt. Wobei ich halt auch manche Sachen. Ein paar Kisten habe ich geöffnet. Ich glaube, ich habe 5 gekauft gehabt. 5 Keys und dann habe ich ein paar geöffnet. Erstmal schön nach hinten spielen. Ach. Nein. Knapp vorbei. Knapp vorbei. Ich bin da nur noch geschlittert. Ab da. Ui. Nur noch geflogen und rumgerutscht.
Ja. Hm? Da kommt einer in der Mitte. Hm. Ah. Da kommt einer zu dir. Hast die ganze Zeit irgendwie in deine Richtung. Der ist doch immerhin schon mal etwas. Ja. Also jetzt nicht bewusst, oder? Irgendwie fliegt der. Stehst du immer da, wo ich hinspiele. Ja. Ja! Hui! Okay. Okay. Spiel du den halt für mich rein, wenn ich vorbeispringe. Finde ich auch in Ordnung. Und die Gegner. Hui. Ach. Boah, der war gut. Nein! Uiuiui. Ah. Aus selbst ausgedribbelt. Ah. Dann noch. Ah, nein! Ja. Ich werde das Ganze auch zu YouTube exportieren, sofern es möglich ist, sofern da nicht irgendwas gemutet wird nachher. Anno wird anscheinend was gemutet sein. Das sicher ja jetzt schon. Außer das wird irgendwie nicht gemutet, dann. Und ja. Hat vielleicht auch seinen Vorteil, falls das auch auf YouTube gelistet wäre. Mit dem Trippeln, die. Das ist echt gut, ey. Ja. Achtung. Du kannst da nicht reagieren in den richtigen Moment, weil du weißt nicht, ob er links, rechts, oben, unten spielt. Ja, je nachdem. Wenn du so nah an ihm dran bist, dass du ihn noch kriegst, bevor er irgendwo hin spielen kann, dann ist er halt weg. Komm erstmal so nah ran, bevor er ihn spielt. Ja. Er spielt ihn ja, sobald du dich ihm näherst. Hm. Er hat ihn schon wieder. Naja, das ist. Soll ich mal am Tor bleiben? Und kommt er wieder mit Dribbeln? Jetzt nicht. Ausgespielt. Oh. Na toll. Kannst du aber auch gar nichts machen. Ja. Ja, ich hätte höchstens hochspringen können, wenn ich das gewusst hätte, dass er jetzt hochspielt. Hochspielen will. Weißt du es mal vorher? Hm. Wenn man einschätzt. Da kommst du einfach gar nicht hinterher. Das ist. Ah, dass der noch gegen uns spielt. Achso, wir sind ja hier nicht im Wettkampf. Nee, nix Wettkampf. Ich spiel schon seit einigen Seasons nicht mehr. Okay. Warum? Einfach. Warum sollte ich? Ich find's besser, wenn die nicht aufgehen.
wenn die keinen Bock mehr haben. Sollen wir hier noch ein bisschen länger spielen. Und nicht andauernd irgendwie Leute wechseln. Nur weil sie keinen Bock mehr haben. Dann der nächste und der hat dann auch keinen Bock und der auch nicht. Ja, der wartet, KI, dass man sich bewegt und dann spielt er den. Hm. Und dann zack, bist du ja auf einmal hinter dem. Dann kannst du überhaupt nichts machen. Ganz verrückt. Warum muss man denn immer gleich so gute Gegner kriegen, wenn man einfach nur Casual spielen will? Das verstehe ich nicht. Warum sind die Leute nicht im Competitive? Ja, sind die wahrscheinlich auch ab und an mal. Jeder spielt das, was er möchte. Ja, deshalb spiele ich auch Wettkampf dann halt. Ja, aber da habe ich auch manchmal sehr gute Gegner. Was? Du bist schon im Schildkrötenmodus. Vielleicht mache ich ja noch so eine Parade. Ich wehr hier alles ab, oder? Ja, mach mal, ne? Ja. Oh, du legst dich hier hin und auf einmal funktioniert nichts mehr. Ja, doch. Ah, doch. Jetzt. Ich verteidige halt auch möglichst gut hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich langsam dran gewöhnt habe, dass ich auf YouTube zu hören bin oder irgendwo anders hier im Stream. Dasselbe höre ich das gar nicht mehr so schlimm. Zumindest heute, ich weiß nicht. Ich doch was anderes gegessen als sonst. Nee, eigentlich nicht, aber... Gegen die spiele ich auch nicht nochmal. Wenn wir nicht Wettkampf machen, dann haben wir eh immer andere Gegner. Ja, das ist... Also ich habe nichts zu verlieren da, sagen wir es mal so. Oder hast du ja, ich müsste da auch erstmal einranken. Das heißt, ihr kriegt auch eine totale Scheißgegner. Ja, ist doch nicht schlimm. Vielleicht haben wir ja ein paar gute Siege dann. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Weil man sie auch so hat. Siehste? Sorry. Dankeschön. Oh. Nein. Ah, Mann, sorry. Ey. Schubs mich doch nicht weg. Ich hab's gleich, sorry. Ist deaktiviert. Ich bin da total im Tor drin gewesen und konnte überhaupt nichts mehr machen. Tut mir leid. Sollte ich doch wieder ein Auto nehmen, was vorne keine... Nein, du solltest einfach aufhören, mich wegzuschubsen. Es liegt nicht am Auto, es liegt am Fahrer. Ja, was vorne keine Spoiler hat. Kein. Das war gerade Scheißglück. Dass ich da so kam und nicht mal anders. Ja, du hast den mit dem Ball auf mich drauf geschubst und deswegen habe ich die Glanzparade gekriegt. Sonst wäre rein, wenn ich nicht da gewesen wäre, oder? Ja, ich hätte ihn eiskalt um mich rumgespielt.
Nein. Achtung. Ups. Jetzt schubst er schon wieder sein Torwart hier durch die Gegend. Sag mal. Stehst du da auch? Weil ich im Tor stehe? Vielleicht steht ein Torwart nur mal im Tor? Ich stehe auch manchmal im Tor. Wenn's so, einmal Mitte. Bleibt er da gerade so stehen? Zum Glück hast du ihn abgewehrt vor. Ja, ich würde genau ja, da schubsen. Ich hab auf den einen habe ich geachtet, aber auf den anderen halt nicht jetzt. Der wäre beinahe reingegangen. Hätte ich ein bisschen arg. Was machen die hier? Fernschießen. Ich weiß es nicht. Du sollst mich nicht dauernd schubsen. Sorry. Ich fahre halt meistens in meine Richtung und dann steht da. Ja, ob Gegner oder ich. Wenn es geht, weiche ich noch aus. Nichts mehr. Mitchell? Bleib. Na, ne. Jetzt. Jetzt kannst du es nochmal probieren. Oh. Gegner habe ich in die Richtung. Leider nur ein. Jetzt haben die sich gerannt. So. Jetzt aber. Hä? Oh, kommt der da von der Seite angeschossen? Nein! Nix da. Dinger weg von meinem Tor jetzt. Nein! Es läuft einfach nicht. Wir müssen erstmal uns wieder zusammen einspielen. Funktioniert nicht so. Erstmal ein paar Erfolgserlebnisse. Ups. Ah, schade. Moment. Spiel möchte so nicht beenden, dann beenden wir es so. Das war es nämlich von meiner Seite schon. Okay. Oh, dann. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt nicht so erfolgreich war. Ja, ein bisschen. Ich wollte eigentlich auch nur ein paar kurze Runden. Ne? Hauptsache, es macht Spaß. Aber ich spiele noch ein Einzelduell und dann mache ich erstmal noch eine Pause und dann geht es eventuell gleich weiter. Also gut, bis dann. Ja, bis dann. Gute Nacht. Vielleicht bis bald mal wieder. Buddy disconnected from your channel. Ich habe noch ein paar Streams zu exportieren. Beziehungsweise erstmal, dass ich die überhaupt als Highlight markiere, damit die nicht verschwinden in den nächsten Tagen. Es sind jetzt noch 3 oder 4 Streams und danach kommt hier das Spezial, da kann ich eigentlich alles mal als Highlight reinschmeißen.
Zumindest hatte ich das vor, damit man mich während dieses Spezials ein bisschen mehr streamen kann. Nicht mich darauf fokussiere, das alles auf YouTube hochzuladen. So. Dazu importieren von Twitch und dann. Wow. Ach, jetzt hab ich's selber. Ja. Vielleicht, wenn ich bis dato noch. Wenn das Video hier auf YouTube ist und ich bis dahin noch keinen Controller geholt habe, vielleicht könnt ihr mir ja noch ein paar empfehlen, was ihr gut findet. Es geht darum, erstmal hier für Rocket League was zu haben, vielleicht dann auch in anderen Spielen. Das ist ja in manchen Rennspielen ein bisschen praktischer als das Lenkrad, aber ich fahre lieber mit Lenkrad. Ob jetzt in Sekou ein Lenkrad so notwendig ist, aber bei Need for Speed. Weiß ich nicht. Ob ich das besser mit Controller spiele, was werde ich dann ausprobieren. Momentan überlege ich eher so einen PlayStation-Controller zu holen, weil er halt noch ein Touchpad hat. Das hätte dann den Vorteil, dass man auch, wenn man mal nicht am PC, direkt vorm PC ist, aber wenn man krank ist und nicht sich so viel bewegen möchte, dass man dann auch vom Bett oder von sonst wo aus spielen könnte. Auch das Spiel starten wahrscheinlich. Spiel starten dann auch mit dem Touchpad. Falls das geht. Dass man so einen Doppelklick machen kann. Und dass da halt direkt schon der Akku mit drin ist und das Ladekabel glaube ich auch. Mal schauen. Wenn man nicht zusätzlich noch Akku kaufen muss. War so ein Aufladeset und so. Mal schauen. Es gibt halt noch von Speedlink was. Aber da weiß ich noch nicht so, ob die so gute Controller machen. Ich hatte ja vorhin den Kratz von Speedlink. Und das war leider nicht so toll. Ja, sonst gibt es ja noch so einen Steam-Controller. Hatte ich ein Video von SpeedSmeet gesehen, aber. Er meint, das ist halt eher was für so Spiele, wo man Maus und Tastatur sonst nehmen würde. Aber dazu wurde er auch erstellt und lässt sich auch da am besten nutzen. Deshalb bin ich am überlegen, vielleicht zwei Controller zu holen. Denn Steam, die Idee ist ja eigentlich nicht schlecht. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwann was Neues. Weiß nicht, ob ich. Vielleicht reicht mir erstmal einer. Eigentlich reicht einer. Nimm dann erstmal den einen, denke ich. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen neuen Steam-Controller, der vielleicht noch ein bisschen besser ist oder so. Ausgleich mal wieder. Bleibt spannend hier.
falls man das Spiel spannend findet. Auch sein, dass einem das Spiel nicht so gefällt. Ich glaube, da wird man eher abschalten. Es sieht nicht so aus, als könnte ich das Spiel hier vorher klar machen, irgendwie. Er lag aber auch fies da. Lol. Was hat er denn jetzt da noch dabei? Er springt da hoch und durch die Drehung geht er noch ins Tor. Hui. Oder war das jetzt. War es auch die Richtung? Ich hab das jetzt aus der Perspektive nicht so gut gesehen. Ups. Ah. Aber ich gegen den Freund. Schon gespielt gegen den Green Ninja. Ich bin mir auch mal gespannt, ich hoffe, ich schalte niemand ab, wenn ich mit dem Controller anfange, dann nicht mehr so gut spiele. Mal schauen, wie das dann wird. Was er auf jeden Fall haben sollte, der Controller, ist, dass er ohne Kabel zu verwenden ist, weil mit Kabel finde ich es ein bisschen blöd, weil ich dann nicht woanders spielen kann und auch immer ein Kabel hier habe. Hast in der letzten Sekunde. Ist in den letzten 10. So, das wär's halt jetzt erstmal. Ich werde dann noch kurz ein bisschen exportieren und dann geht's vielleicht gleich weiter mit Anno oder Sims 4. Mal schauen. Ich denke erst Sims 4. Ich schau mal kurz nach Convoys morgen. Also vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin schon mal und viel Spaß noch beim Autohaus. Oh, das Bett war die ganze Zeit dran. Hatte eigentlich auf Beenden gedrückt. Ja.